Waffler. Ja, und was hast du bei dir? So, das Vegans bietet auch rein pflanzliches Eis an. Erzähl mal was dazu, Jan. Ja, wir haben Reis, Milch, Eis, ohne Zucker, mit Agave gesüßt und alles Bio natürlich. Ja. Und das mixt man sich hier mit frischen Zutaten. Also ich durfte das schon in Hamburg probieren und das war echt phänomenal lecker. Kann ich einfach nur empfehlen. Also das Besondere ist halt, dass du dir das aus frischen Zutaten selber zusammenmixen kannst. Alles, was dein Herz begehrt. Boah. Los geht's los, das Gelände. Hier, Papa. Auf dem Radix? Sieht echt ein bisschen ähnlich aus wie ich, oder? Was sagt ihr dazu? Ja, da kommt Lisa mit, selbstverständlich. Und wenn wir drei sind, super. Ne? Ja. Sag das nochmal. Diesen Herrn, aber wie soll man denn dich überhaupt schon sehen, wenn ich jetzt diesen Herrn sage? Wie du möchtest, sag was du möchtest. Okay, der Romé ist einer der bekanntesten Koch, Vegan-Koch in Deutschland. Und wir kennen uns natürlich von sehr vielen Veranstaltungen. Und jedes Mal, von jeder Veranstaltung ist ein Reichtum und eine Bereicherung, wenn er da ist. Und es ist auch schön, dass ihr jetzt uns hier an unserem Makam veganen Dönerstand besucht und er meinte jetzt gerade, dass er sich furchtbar Hunger hat, dass er einfach unbedingt diesen Döner isst. Na, so wie bei jeder Veranstaltung. Okay, danke. Na? Das war doch nett, oder? Ja. Kann ich mal sagen. Ja, dann müssen wir aber davor gehen. Ich glaube, das ist unglaublich. Läuft schon. Wie, es läuft schon? Hallo Jerome, ich bin die Claudi von claudi.de. Was? Echt? Finde ich gar nicht. Ich bin heute hier mit meinen lieben Freundinnen, der Katrin und der Kathi. Und wir sind für den Peterstand zuständig auf den Green Tunes in München. Ja, sehr schön. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich auf deine Kochshow. Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank. Gerne. Wie hieß nochmal dein Blog? Ich habe das ganz vergessen. Mein Blog, Claudi Goes Vegan. Ah, die Claudi, die vegan geht. Super. Ich verlinke das da drunter. Ja, nicht da den Fernsehen. Nee, nur bei YouTube. YouTube ist das neue Fernsehen. In der Rock'n'Roll Kochshow. Ja, das muss aber nicht. So, München, vielen Dank. Jetzt gebt mir noch mal bitte einen Applaus. Ja, ich sage auch nochmal Danke an Daniela, die uns beigebracht hat. Danke an Feli, die uns beim Kochen geholfen hat. Vielen Dank, Jerome, und ein Danke an euch, dass ihr bei der Hitze hier so durchgehalten habt. Und ich hoffe, es hat euch geschmeckt.